Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, Kollege Kühn, Sie haben ja jetzt zu sehr viel gesprochen. Ich würde sagen, es war eher ein bisschen Wahlkampf über Wohnungseigentumsgesetz, über den Mietpreismarkt. Ich habe hier an der Stelle jetzt was ganz Verrücktes vor. Ich will nämlich tatsächlich mal zum vorliegenden Entwurf sprechen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie kennen den Satz, das Handwerk hat goldenen Boden. Damit dieser Satz Geltung beanspruchen kann, brauchen wir zwei Dinge. Wir brauchen eine prosperierende Wirtschafts- und Marktlage und wir brauchen praxistaugliche gesetzliche Rahmenbedingungen. Gerade für Zweites sind hier im Hause die Rechtspolitiker zuständig. Nach der Schuldrechtsreform im Jahr 2000 können wir heute zwei Handlungsfelder aufmachen, die es zu beleuchten gilt und wo wir uns Lösungen überlegen müssen. Handlungsfeld Nummer eins ist das Werkvertragsrecht. Bei genauer Hinschau muss man feststellen, dass das Werkvertragsrecht, das ist heute schon angeklungen, noch nicht tauglich ist für die speziellen Anforderungen im Baubereich. Das liegt vor allem an vier Komponenten. Es ist zunächst so, dass die Werkerbringung im Baubereich oftmals über einen längeren Zeitraum stattfindet. Dann ist die Erbringung oftmals gegliedert in eine Vielzahl von Abschnitten. Und es ist als Drittes nicht nur im Hause Fechner so, dass dann im Rahmen der Bauerbringung dem Auftraggeber oder der Auftraggeberin immer wieder neue Ideen kommen, was man denn noch alles machen könnte. Und auch der vierte Punkt ist, glaube ich, ganz wichtig. Es dreht sich vor allem für Bauherren immer um eine Rahmengröße, die letztendlich ein existenzielles Ausmaß annimmt. Viele Menschen bauen nur einmal im Leben und wenden dafür dann einen Großteil ihres Vermögens auf. Und die zweite große Lücke, die können wir im Kaufrecht deutlich machen und dort erkennen, die seit Jahren zulasten des Handwerks ging. Auch die Konstellation ist vorhin schon dargestellt worden. Stellen Sie sich folgenden Fall vor. Eine Trockenbaufirma hat den Auftrag, ein Dachgeschoss zu dämmen und auszubauen. Der Auftrag wird erledigt und die Trockenbaufirma bezieht eine Dampfsperre, die fehlerhaft ist. Sie hat Löcher, ist damit luftdurchlässig und feuchtigkeitsdurchlässig. Das wird dann entdeckt, nachdem eingebaut ist. Und dann hat die Trockenbaufirma gegen sich vom Bauherrn einen Anspruch auf Lieferung einer neuen Dampfsperre, aber auch auf Aus- und Einbau und Tragung der Kosten. Und das Problem ist, dass dann kein Rückgriff möglich ist. Die Trockenbaufirma hat gegen den Lieferanten nur einen Anspruch auf Lieferung einer mangelfreien Dampfsperre. Das ist eine Lücke, die es zu schließen gilt. Und ich freue mich, dass diese Forderung der Union, Kollege Hoppenstedt hat es vorhin schon ausgearbeitet, zunächst Niederschlag durch unseren Impuls im Koalitionsvertrag gefunden haben. Und wir heute sagen können, wenn wir diesen Entwurf anschauen, jawohl, wir liefern, wir regeln hier die Rechtsverhältnisse ähnlich wie im Verbrauchsgüterkauf. Es gibt eine eigene Anspruchsgrundlage, ein echtes Rückgriffsrecht. Und deswegen sage ich, die Vorlage dieses Entwurfs ist alleine schon ein guter Tag für die Handwerker. Und wir sollten selbstverständlich dann das parlamentarische Verfahren nutzen, um uns noch mal gründlich das Für und Wider vor Augen zu führen, inwieweit hier nun eine AGB-Festigkeit noch erforderlich ist oder die Rechtsprechung in dem Bereich, insbesondere die Indizwirkung von § 307 BGB, Sie haben es vorhin angesprochen, ausreichend ist. Und nun zum zweiten Themenfeld, was die bessere Anpassung des Werkvertragsrechts an die Erfordernisse im Baubereich betrifft. Ich will dort auf zwei Themenfelder eingehen. Das eine ist der Bereich der Abschlagszahlungen, § 632a BGB. Bisher war es so, dass Abschlagszahlungen von der Höhe her orientiert wurden am Wertzuwachs, den der Auftraggeber erhält durch die Lieferung und den Einbau der Sache. Das ist bisweilen im Einzelfall schwierig zu beurteilen, weil natürlich gerade der Verbindungs- oder der Einbauvorgang noch einmal eine ganz andere Wertentwicklung mit sich bringen kann. Und deswegen, glaube ich, ist die Neuregelung, die vorgeschlagene, ein guter Schritt. Hier soll sich jetzt die Abschlagszahlung orientieren an dem Wert der erbrachten Leistung. Und das ist im Einzelfall zweifelsfrei festzustellen, weil das ergibt sich letztendlich mit einem Blick aus dem Leistungsverzeichnis. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sollten in der Neuregelung eine Stelle, Herr Minister, unbedingt hinterfragen und uns überlegen, ob wir diese Streichung beibehalten wollen, weil die Neuregelung, die
frühere Regelung streicht, dass die Verweigerung einer Abschlagszahlung aus unwesentlichen Mängeln heraus nicht möglich sein soll. Das war, glaube ich, in der Vergangenheit eine ganz wichtige Klarstellung. Ich bekomme auch aus meinem Wahlkreis und gerade auch aus Bayern, aus der Handwerkerschaft, sehr viele Rückmeldungen, dass dort eine große Angst besteht, wenn wir diese Klarstellung streichen, dass es dann eigentlich eher Tür und Tor öffnet für Missbräuche, dass nämlich dann mit der Begründung aus unwesentlichen Mängeln heraus Abschlagszahlungen verweigert werden. Das sollten wir dringend überdenken. Der zweite Bereich, auf den ich dann noch eingehen will, im Bereich des Werkvertragsrechts, ist der Bereich der Abnahme, geregelt in 640 BGB. Bisher war es so, dass die Fälligkeit der Werklohnforderung dann hinausgeschoben wurde, wenn der Auftragnehmer fristgerecht die Weigerung der Abnahme erklärt hat. Dafür brauchte er aber in der Vergangenheit keine Gründe. Und deswegen finde ich es im Interesse der Handwerkerschaft sehr gut, dass die Neuregelung erfordert, dass die Verweigerung auch die Benennung der Gründe beinhalten muss, weil wir damit letztendlich, ich sage jetzt mal, bestimmte Winkelzüge, bestimmte Missbräuche, die nur dazu dienen, am Schluss die Fälligkeit der Werklohnförderung hinauszuzögern, dass wir das an dieser Stelle damit eliminieren können. Hier noch eine Ergänzung: Wenn dann die Weigerung der Abnahme formuliert ist mit der Benennung der Mängel, dann, und das finde ich sehr gelungen, findet ein bilaterales, ich sage jetzt mal, Wechselspiel statt. Der Handwerker hat nämlich dann einen Anspruch auf Zustandsfeststellung. Ich glaube, das ist auch für die Praxis ein ganz wichtiger Punkt, weil dann der Zustand, der Status quo festgestellt werden kann, draußen auf der Baustelle. Und das schafft letztendlich wieder Klarheit, wenn später die Diskussion aufkommt, wer trägt denn die Verantwortung für später entdeckte Mängel. Also glaube ich, auch hier ein wirklich praxistaugliches weiteres Instrument. Sodass ich, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende zusammenfassen darf: Ich glaube, wir haben eine gute Arbeitsgrundlage mit diesem Entwurf, der vor allem auch für die Handwerkschaft viele Pluspunkte bringt. Es gibt den Rückgriffsanspruch, es gibt die Begründungspflicht bei der Abnahmeverweigerung, es gibt den Anspruch auf Zustandsfeststellung, aber noch darüber hinaus auch die Sicherungshypothek und die Bauhandwerkssicherung. Daneben ist es so, dass aber auch der Kunde als Verbraucher viele Schutzkomponenten hier neu eingeräumt bekommt. Zu nennen ist zum einen die umfassende Informationspflicht in der Baubeschreibung. Es gibt das Widerrufsrecht, das ist angeklungen. Und es gibt einen Mindestinhalt beim Bauvertrag. Da muss als Mindestinhalt zukünftig jetzt auch der Zeitplan und der Fertigstellungstermin aufgenommen werden. Ich glaube, auch das ist eine praxistaugliche Ergänzung, die am Schluss den Verbraucherinnen und Verbrauchern in unserem Land hilft. Alles in allem, meine Damen, meine Herren, ein guter Anfang. Bringen wir es gut weiter, bringen wir es gut zu Ende im vor uns liegenden parlamentarischen Verfahren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Sabine Boschmann ist die nächste Rednerin für die SPD-Fraktion.